Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz easy die neue Pistole AMP63 freischalten könnt. Und zwar müsst ihr im Multiplayer hierfür 20 Multiplayer-Runden spielen und eine bestimmte Anzahl an Kills machen. Jedoch dauern 20 Multiplayer-Runden sehr, sehr lange. Jedoch könnt ihr die Waffe auch im Zombie-Modus freischalten, wo es wesentlich schneller geht. Hierfür müsst ihr einfach mit einer Pistole 400 kritische Abschüsse erzielen. Und zwar sind das Headshots, Leute, die dann gelb aufleuchten, wenn ihr die tötet. Ihr könnt den Glitch benutzen in der Krankenstation, Leute. Ihr stellt euch einfach hier vor diesem Tank, springt aus der Distanz drauf beim Klettern, drückt ihr die Taste, um nach hinten zu laufen, beziehungsweise hält sie gedrückt, so bis ihr ein kleines Stückchen nach hinten gelaufen seid. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Ihr könnt den Strom auch hierfür anmachen, damit ihr zwischendurch eure Waffen punchen könnt und vielleicht Perks holen könnt. Ich würde euch empfehlen, holt euch dieses Deadshot Perk, dann trifft ihr aus der Hüfte meistens den Kopf. Und wenn ihr hier oben bleibt, kommt auch der Megatron nicht. Nur wenn ihr den Strom anschaltet, kommen die Hundeleute und die können euch hitten. Also wenn ihr Hunde hört, dann schaut euch um und tötet die Hunde. Mit steigenden Runden werden die Zombies auch immer stärker. Darum würde ich euch auch empfehlen, am Ende einer Runde, wenn ihr meint, ey, ich muss jetzt meine Waffe langsam punchen, lasst am Ende einer Runde, also lasst ein Zombie am Leben, Leute. Dann puncht eure Waffen und danach geht wieder hier in diesen Glitch. Aber lasst den letzten Zombie am Leben, damit ihr ganz Ruhe in den Glitch könnt. Dann könnt ihr ihn wieder töten und die neue Runde anfangen. Wenn ihr dann alle 400 kritischen Abschüsse erzielt habt, dann werdet ihr auch die Benachrichtigung bekommen, so wie hier, dass ihr die Waffe freigeschaltet habt. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Stream oder zum nächsten Video.